So, in Akt 5 treffen wir aber auf einen neuen Wisp, der bringt hoffentlich bessere Stimmung wieder her. So, und zwar geht's hier wieder, wie Starlight Carnival schon am Anfang aufgebaut war, auf diesen Wegen weiter, die sich hier so aufbauen. Ach, verdammt, ey. Hat er mich getroffen, der Roboter? Einfach hochspringen, dann sollte man das Problem gelöst haben. Einfach schön hochspringen und die Laser treffen einen nicht. Da ist gar keine Schwierigkeit. Hier oben erscheint auch einfach mal ein Schiff. Keine Ahnung, woher das kommt. Einfach da. Ach, in der Mitte wird man sogar gar nicht von denen getroffen. Sehr interessant, dass ich das jetzt erfahre. Und wow, wir fliegen wieder runter. Yay. Mit B können wir übrigens auch schneller runterfallen. New. Boom, auf den Boost-Dingens. Auf den Boost-Dingens, die Plattform-Viech. Ja, Dings, die Plattform-Viech ist ein offiziell anerkanntes Wort. Dings, die Plattform-Viech ist sehr schön. Ein tolles Wort. Nein, 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 nein. Schaff den Looping, Sonic. Genau. So, hier müssen wir wieder aufpassen, weil der Boden weggeht unter uns. Oder was heißt weggeht unter uns? Da ist gar kein Boden vorhanden, der kann nicht weggehen. Ändere die Gestalt mit einem grünen Wisp und steige als Flieger in die Lüfte. Benutze den Ringsprint in der Nähe von Ringen, um schneller zu fliegen. Lenken, einfach in die gewünschte Richtung drücken und aufsteigen. Springen, drückt halten. Ja, ja, ja. Hover. So, jetzt können wir hier hochfliegen mit A. Und wenn da Ringe sind, können wir B drücken. Und dann sprinten wir entlang der Ringe. Wie ihr gerade gesehen habt. Das kann ich gerne nochmal demonstrieren. Einfach mit A aufsteigen. Wenn dann hier Ringe sind, B drücken und man sprintet entlang der Ringe weiter. So, weil... Ach genau, was wollte gerade sagen, was ist denn hier mit der Plattform? Die bringt einen höher und dann geht es hier schön weiter. Hier sind die pinken Wisp, beziehungsweise violetten Wisp. Ich weiß nicht, sind das pinke? Ich glaube, das sind pinke. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Werden wir dann ja sehen, wenn wir die Wisp freischalten. Hier Vorsicht vor den Stacheln. Und hier Vorsicht vor den Robotern, obwohl da gar nicht mal so viel zu beachten ist. Die Roboter sind ja eher harmlos. Und hier geht es jetzt wieder Starlight Carnival typisch weiter. Ich nenne das einfach Starlight Carnival typisch. Hier Karneval mit Trompeten, die sind am Feiern, viele bunte Lichter. Und wenn ihr mal in den Hintergrund guckt, einfach nur genial gemacht, wie ich finde. Einfach cool. Und auch wie wir gleich zum Ziel kommen werden, ist richtig cool gemacht. So, aber erstmal geht's hier hoch. So, und zwar mit diesem Wisp. Hover! Hier hochfliegen. Und dann kommt auch diese coole Musik. So. Dann gibt's hier auch neue grüne Wisp. Neue Energie für uns. Damit wir noch weiter nach oben fliegen können bei dieser coolen Musik. So, boom, boom, boom. Dann gibt es hier neue Wisp, genau. Hover. So, dann fliegen wir einfach noch höher. Noch höher hinaus. Und. Ja, ich hab's verkackt. Ich wollte doch eigentlich nur in den Ring. Das habe ich irgendwie vergeigt. Ist ja auch egal. Hover, ja. Wir können nämlich hier, das wollte ich auch zeigen, mit dem Ringsprint einfach hier hoch und dann ab in den Zielring. Ja, ach, das Level war genial, Leute. Guck mal, ich hatte Spaß am Level, das Level war genial, hab einen A-Rang, ja wunderbar, da sind wir doch alle zufrieden. Selbst das Spiel ist zufrieden, gibt mir einen guten Rang. Und ich finde diese Kraft der Wisps einfach eine der genialsten Wisps. Also, am genialsten finde ich den Laser mit. Ja, ich kann gar nicht sagen, welche ich am genialsten finde. Aber der Laser ist auf jeden Fall richtig geil. Dann ist noch die Fähigkeit geil, weil man halt so fliegen kann und dann auch diesen Ringsprint hat. Und dann gibt es noch eine Fähigkeit, die ist einfach richtig, richtig genial. Aber die kommt erst ganz, ganz spät. So, Akt Nummer 6, da werden wir auch wieder die grünen Wisps benötigen. So wird es uns jedenfalls angezeigt. Ich vertraue der Anzeige einfach mal. Und hier haben wir sie auch. Hover. Ach, Sonic hat gar nicht Hover gesagt. Also Hover. Naja, ist ja auch egal. Ich habe es einfach mal für Sonic eingesprochen. Kann ja mal sein, dass es Sonic vergisst. Oder dass die Sprachdatei einfach fehlerhaft ist. Das glaube ich nämlich eher.
So, schütteln, schütteln. Ja, er hat Hover gesagt. Hover. Ringsprint. Okay, hier ist der Ringsprint eher sinnvoll. Nio, einmal rum. Nio, auch hier einmal rum. Und jetzt gucke ich mal, wo sind neue Wisp? Da oben sind neue Wisp. Hover und dann den Ringsprint hier. Nio. Einfach cool hier. Nio. So. Hier haben wir auch leider schon alle unsere Ringe verloren, die wir gerade eingesammelt haben. Eigentlich voll scheiße. Oh. Hier gibt es aber wieder neue Ringe. So. Und wir hovern dann hier weiter hoch. Hover. Und zwar hovern wir zum Ziel. Wunderbar. Ein A-Rang sogar. Genial. Oh, und das Extra-Leben nehme ich doch gerne entgegen. So, und hier gibt es doch bestimmt noch eins. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das doch auf. Und es geht weiter in Starlight Carnival. Und zwar mit dem Boss-Level. Dann hätten wir auch diese Welt schon leider abgeschlossen. Und zwar brauchen wir hier den Laser-Wisp, wie ihr gesehen habt. Ja, das ist unser Reiseleiter. Coole Sache, nicht wahr? Ja, schade für Sonic, dass sie nicht gewettet haben. Aber ist jetzt auch egal. Wir müssen auf jeden Fall einen Boss bekämpfen. Und zwar dieses fette Schiff hier. Jage dem Schiff nach und schlag dann zu. Aber behalte ein Auge auf die Maschinengewehre. Ja, wir müssen hier nämlich einfach nur nach vorne boosten. Einfach nach vorne zum Schiff kommen. Dann hochspringen und boom. Boom, 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 boom. Einfach alles kaputt machen, was so an dem Schiff dran ist. Dann entfernt sich das Schiff. Droppt ein paar Ringe und ein paar Wisp. Zum Beispiel auch den Laser. Können wir einfach zack zu ihm rankommen. Beziehungsweise durch das Schiff durchgehen. Oder durch das Schiff durchrasen und es auch wieder schwer beschädigen. Mit dem Laser. Natürlich wirft das Ding auch Stachelkugeln ab. Ist ja nicht nur freundlich. So, und dann boom, boom, boom. Boah, einfach kaputt machen hier. Jetzt geht's hier in die 2D-Perspektive übrigens. Auch voll cool, dieser Perspektivenwechsel. Und jetzt müssen wir diesen Geschossen ausweichen. Das geht aber eigentlich relativ leicht. Das sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein.
Macht das Schiff noch irgendwas? Ach, es feuert noch mehr Kugeln ab. Yay. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Ansonsten einfach nach vorne zum Schiff und weiter angreifen. Das ist immer die Devise. Einfach nach vorne zum Schiff und es kaputt machen. Ich habe jetzt nur gewartet und gedacht, das Schiff hat noch irgendwelche anderen Moves drauf, aber anscheinend schießt es nur die Kugeln. Dann brauche ich ja nicht warten, dass irgendwelche anderen Moves kommen. So, wir hauen hier weiter drauf. Immer schön das Schiff beschädigen. Und dann schön nach vorne boosten. Ich will eigentlich gar nicht hier die Mitte angreifen. Ich will eigentlich links das angreifen. Links dieses Maschinengewehr. Weil das sollten wir auch angreifen. Und das müssen wir auch angreifen. Und zwar boom. Oh ja, das hat nicht wirklich gut geklappt, der Laser. Wenn ich ehrlich bin, der Laser hat es nicht gebracht. Und es wechselt wieder in den 2D-Modus. Aber diesmal soll das kein Problem sein. Ich habe euch ja gerade nur die Attacken vorgestellt. Jetzt klappt das ja alles reibungslos. Ich weiß nicht, ist das Schiff schon K.O.? Nee, oder? Das war es doch jetzt nicht mit dem Schiff, oder? Das war es schon? So schnell? Blödes Schiff, ich wollte noch länger spielen. Gut, das war's dann schon mit dem Schiff. Sehr interessant, wie schnell das ging. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall fand ich den Boss eigentlich ziemlich cool, auch wegen dem Perspektivenwechsel. Gut. Da hat Sonic recht, wenn er einmal in Gang ist, braucht er nicht viel Zeit. Yeah, anstatt ein Cowboy-Sprachschiff halt den Piraten- oder den Seemann-Sprachschiff. Tja, Pech gehabt, Eggman. Gut, und ich würde sagen, wir wissen jetzt auch unser Ziel, und zwar die 5 Generatoren zu zerstören.
Zwei haben wir schon hier. In Sweet Mountain und in Starlight Carnival. Dann haben wir hier noch eine Welt, die ist ziemlich cool. Eine Welt, die geht mir ziemlich auf die Nerven. Und eine Welt, die ist noch cooler. Und ja, dann haben wir auch noch dieses Raumschiff freigeschaltet bekommen. Und ja, was das hier alles ist, welche Welten das sind, was uns da alles erwartet, das würde ich sagen, sehen wir in den nächsten Aufnahmen, in den nächsten Parts von Sonic Colors. An dieser Stelle würde ich erstmal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ja, hoffe auch, dass es euch gefallen hat, dass ihr euch über dieses neue Projekt freut. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir die nächsten Generatoren zerstören werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.